Selbstständigkeit in 60 Sekunden, heute mit? Kizza von Meraki. Was machst du mit Meraki? Also Meraki ist ein erweitertes Gastro-Konzept, angefangen damit, dass die Idee dahinter ist, wir wollen griechische Esskultur in Deutschland etablieren, so wie wir es auch in Griechenland handhaben. Also in geselliger Runde, alles in die Mitte. Man kennt das hier unter Tapas ganz viel. Mhm. So essen wir in Griechenland tatsächlich auch. Und was man hier so unter griechischer Küche versteht, ist im weitesten Sinne Streetfood in Griechenland. Ich würde es als eingedeutschte Küche benennen. Und was wir noch dazu machen, das kommt jetzt bald, ist Feinkostverkauf. Also wirklich aus von kleinen Produzenten in Griechenland die besten Produkte auswählen und hier in Deutschland verkaufen. Sehr cool. Wie bist du dazu gekommen? Also die Idee gibt es schon ganz lange. Es gab nur keinen Standort und vermeintlich nicht den richtigen Zeitpunkt. Ja. Ich habe einen griechischen Background. Mein Vater war Grieche und hatte über ganz viele Jahrzehnte griechische Restaurants in Karlsruhe, wo ich herkomme. Deswegen bin ich so in die Gastro reingeboren, sage ich mal. Und mache das auch schon mein ganzes Leben lang, also auch nach der Schule immer Gastro gemacht. Ja, und da habe ich mir irgendwann gedacht, so, was vermisse ich am meisten, wenn ich in Deutschland bin? Aus Griechenland, mal abgesehen vom Wetter und vom Meer, ist klar. Das ist das Essen, das Gesellige, das wie man isst. Einfach über Stunden mit Freunden und Familie zusammensitzen. Und das ist was, was hier ganz oft verloren geht, habe ich das Gefühl. Ganz viele wollen ihren eigenen Teller und man genießt das gar nicht mehr so wirklich. Viele haben auch vergessen, dass Essen ein Kulturgut ist. Gerade zur Zeit ist es natürlich auch ein wichtiges Thema, dass man sich ins Gewissen ruft, ey, Essen gehen ist nicht Luxus, sondern Kultur. Also darf eigentlich nicht Luxus sein und wir sollten das alle zusammen genießen können. Und erzähl mal ganz konkret, also du hattest dann die Idee und wie bist du dann den nächsten Schritt gegangen, um damit zu starten? Also ich mache das mit meinem Freund zusammen, also zumindest ist er ganz großer Ideengeber. Seine Leidenschaft ist Wein, er ist Sommelier und interessiert sich immer mehr für griechischen Wein und steigt da voll ins Thema ein. Und dann habe ich in einem Laden gearbeitet, habe da zwei Schichten gehabt, so als Aushilfe, bin rausgekommen, nach Hause gegangen, habe gesagt, ey Yannick, wenn der irgendwann mal den Laden abgibt, ne, das ist das perfekte Ding für unser Konzept. Zwei Monate später, so, und dann war ich so, okay, Zeichen lesen und einfach annehmen, ne? Und dann nahm das so seinen Lauf. Also dann habe ich ein paar Telefonate geführt, natürlich geguckt, dass wir das irgendwie finanzieren können. Wir hatten das Glück, dass wir einen Privatkredit aus der Familie aufnehmen konnten. Wir haben da super viel Support, glücklicherweise. Und dann ging die ganze Prozedur los. So. Und es war ein Wild Ride so bisher. Und jetzt haben wir uns gefunden. Wir sind da, wir haben viel umgebaut, wir machen alles selber. Also auch die Gerichte sind alle selbst gemacht. Und das macht Riesenspaß einfach. Das ist ja mega cool. Also das heißt, es ist ein wirklich eigenes Restaurant. Ja, es ist eine Teilgastronomie. Deswegen wird jetzt nicht groß gekocht. Mhm. Aber es ist alles selbst gemacht. Also von, weiß ich nicht, Europaletten streichen bis hin zu Logo gestalten. Also, ja. Cool. Und wie fühlt sich das an? Mega. Also wirklich so, wie sich... Ich habe immer Spaß in meinen Jobs gehabt. Ich glaube, dass das die Essenz dahinter ist, dass man das haben sollte, wenn man die meiste Zeit seines Lebens erarbeitet. Und das fühlt sich an wie die Erfüllung einfach. So, das macht Spaß. Das fühlt sich auch nicht nach Arbeit an. Okay. Gab es bisher schon richtige Höhen? Ja, auf jeden Fall. Also unser Eröffnungstag war natürlich ein Highlight für uns. Und ich muss aber auch sagen, es ist jedes Mal eine Höhe, wenn was neu gemacht wird. Also, und wenn es nur eine Wand streichen ist, wenn du dann am nächsten Tag reingehst und siehst, ah, da ist was passiert, das ist jedes Mal ein Highlight. Das ist, mega cool. So, ja. Ist einfach das eigene Gestalten und das immer sehen. Ne? Ja, großartig. Und hattet ihr auch Schwierigkeiten bisher? Absolut, ja. Extrem viele Hürden mit Lieferanten, Preisgestaltungen. Natürlich hat man auch immer mal wieder Gäste, ne? Wo man dann auch denkt, ja gut, dann nicht. aber kein Tiefschlag, der so krass war, dass man sich irgendwie entmutigt fühlte. So, das Schlimmste, was bisher passiert ist, ist der Winter. Ja, Wintermonate in der Gastronomie. Sowieso immer ein bisschen schwieriger. Und da gab es auch ein, zwei Situationen, wo wir uns dachten, boah, bitte nicht. So, warum machen wir das eigentlich alles? Mhm.
Und dann haben wir eine Wand gestrichen, sind am nächsten Tag reingekommen und gesagt, ja, deswegen. Das wäre genau meine Frage gewesen. Wie geht ihr dann damit um? Ja? Ja, also grundsätzlich auch den Tiefpunkt einfach mal fühlen. Ja, man muss das schon auch verstehen, dass man einen Tiefpunkt durchleben muss. Und dann würde ich aber sagen, einfach nie den Mut verlieren und immer weitermachen. Wenn man eine gute Idee hat, dann auch einfach mal dranbleiben. So. Habt ihr auch wirklich richtige bürokratische Hürden erlebt? Ja, grundsätzlich ist es schwierig, in Hamburg als Gastronom zur Schulung zu kommen, weil die nur einmal im Monat stattfindet. In Berlin 4-mal die Woche, also bin ich nach Berlin gefahren, das zum Beispiel. Grundsätzlich dann auch Erreichbarkeiten von Ämtern. Also das ist immer so ein bisschen schwierig, aber sonst lief eigentlich ganz gut. Jetzt habt ihr ein richtiges Netzwerk auch von anderen Gastronomen, mit denen ihr euch austauscht? Absolut, ja. Also da ist auch noch viel in Planung. Ich darf nicht zu viel spoilern, aber da kommt noch einiges. Man wird auf jeden Fall von uns hören. Das ist auch mit mehreren anderen jungen, neuen Gastronomen in Hamburg geplant. Und da freuen wir uns auch riesig drauf, ja. Cool. Und habt ihr auch eine Zukunftsvision, wo ihr in 3 bis 5 Jahren sein wollt? Ja, also mein absolutes Highlight, ich weiß nicht, ob wir das in 3 bis 5 Jahren schaffen, aber wäre ein Meraki aufzumachen in Saloniki, in der Stadt, aus der ich in Griechenland komme. Und dann, deswegen sage ich 5 Jahre, weiß ich nicht, sehr ambitioniert, und dann einfach dort sein. Cool, ja. Klingt richtig gut. Was würdest du anderen Menschen denn mit an die Hand geben wollen, die gerade drüber nachdenken, sich selbstständig zu machen? Auf jeden Fall sich selbst treu bleiben. Wie gesagt, wenn man eine gute Idee hat und die Saat erstmal gesetzt ist, dann soll man die auch wachsen lassen und gießen, sich selbst füttern mit positiven Sachen, Kritik annehmen, aber immer am Ball bleiben und sein Ding durchziehen. Auf jeden Fall. Das klingt so, als hättest du damit Erfahrung gemacht. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also gerade so in der Geldsuche, sage ich mal, in der Beschaffung, hat man ja auch viel mit Leuten zu tun, von denen man weiß, okay, die könnten es sich leisten, ja, da vielleicht ein bisschen was zu machen und zu unterstützen. Und da muss ich sagen, merkt man ganz schnell, wenn dem anderen die Passion fehlt, ja, wenn er selber nicht spürt, was man da mit sich trägt, dass man ganz viel negative Sachen hört. So, warum willst du das machen? Ausgerechnet jetzt Gastronomie, schwierig. Ja, aber was ist denn nicht schwierig? So, das ist. Das finde ich mega inspirierend, weil genau die harten Sachen sind eigentlich meistens die es dann einem weit bringen. Ja. Und deshalb resoniert dieses auch, was du gesagt hast, von man muss einfach auch dranbleiben und an das glauben, was man macht. Das bin ich auch absolut deiner Meinung. Ja. Cool. Ganz herzlichen Dank und viel Erfolg. Dankeschön.